Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Sorry, falls der letzte Part ein bisschen kurz war, aber ich wollte unbedingt noch kurz speichern, bevor ich weiterspiele, weil ich hatte kaum noch Zeit und zweitens wollte ich mal so ein Speicherdingens ausprobieren, wenn ich schon mal die Möglichkeit dazu habe. Aber jetzt spielen wir weiter und ich glaube, wir sind nicht mehr allzu weit vom Finale entfernt. Baum des Lebens, Stamm 4. Und wir können genau hier weiterspielen, das ist extrem cool. Das gefällt mir sehr gut. Im Vergleich zu diesem Gardevoir, weil es halt wirklich eine Bedrohung darstellen kann. Irgendwas ist gerade passiert, aber ich weiß nicht was und ich möchte es auch gar nicht wissen, weil wir gehen weiter. Ebene 5. Wir sind immer noch beim Stamm, dürfen wir nicht vergessen. Sehr gut gemacht, Schade. Umzingelungszweig, nö, will ich nicht haben. Dann holen wir uns das Vieh hier. Ist ja nicht so die Bedrohung, weil immerhin... Oh nein. Immerhin ist hier bereits die Treppe und das finde ich sehr gut. Und bams. So. Oh, oh, Branavaz. Oh, shit. Shit, 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 shit. Shit, aber ich treff's von hier. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Das hätte Shana doch wesentliche Probleme bereiten können, theoretisch. Wie viele kommen da doch? Okay, alles klar. Warum noch ein Kingblim? Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Was ist das hier? Tempo-Dingens. Habe ich was, das ich wegschmeißen könnte? Nein, dann nicht. Und was ist das hier? Giftschutz. Geben wir Schaden, weil sie sonst kaum was hat. Dann essen wir noch den Apfel hier. Und gehen dann weiter. Ebene 6. Der Stamm scheint größer zu sein als die Wurzeln, wobei ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Standhaftigkeit. Habe ich das schon? Nein, dann hätte ich das gerne. Statusansteckung brauche ich nicht. Den Apfel essen wir auch gleich. So. Gehen wir mal hier lang. Erstmal auf das Monozyto los. Und Kenshana schnappt sich Kingbling. Das ist eigentlich gut. Ah, das ist... Ach so, Mythodos ist das. Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Jetzt so... sehr gefährlich. Bams. So, du bist tot. Nein, das... Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Weg mit dir. Hinten kommt noch ein Branavaz. Weg da. Das Vieh muss weg. So, dann können wir nochmal kurz Synthese einsetzen. Und dann ist die Gefahr gebannt, wollte ich sagen. Shit! Na, hör auf damit! Unsere Werte sind sonst schon nicht so perfekt. Wunschtraum? Ich glaube nicht. Braucht... Oh, verdammt. Braucht Shana mal ein Elixier oder wie sieht's aus? Ich könnte es mir gerade so vorstellen. Setz gerne ein. Shit! Weg mit dir! So. Und jetzt pennt Shana vermutlich. Okay. Ja, komm, Shana. Wach auf! Shana, wach doch auf! Verdammt, komm. Okay, gut. Treppe? Nö. Oh, shit! Diese Attacke ist böse. Nee, sie trifft Shana nicht. Okay, das verwundert mich jetzt ein wenig. Aber umso besser. Nein, nicht mich! Nein, shit. Shana, komm. Oh, gut. Muss ich wieder... Jawohl, ich bin wieder bei Verstand. Und weiter geht's. Sammeln wir noch diese Dinger hier ein. Und dann hoffen wir, dass wir die Treppe finden. Aber tun wir nicht. Shit. Gehen wir unten lang und da ist die Treppe auch nicht. Hier auch nicht. Oh Gott. Da ist sie. Und kein Item. Okay, weiter. Ebene 7. Es geht ja einig... Oh, was ist das da oben? Shit, ich habe kein Dings mehr. Ihr wisst schon. Kein Rasierblatt mehr. Keine AP mehr dafür, sagen wir es so. Warum ist das Vieh so stark? Kingbling, geht weg. Dann haben wir hier Top-Elixier. Geben wir einfach mal Shana. Sie muss ja von hinten angreifen können. Dann haben wir hier was gefunden. Typendurchsetzer möchte ich, glaube ich, nicht haben. Erhöht den Angriff leicht. Verwenden wir das auf Shana. Ja. Dann hätte ich gerne die Treppe.
Oh, oh, irgendwas läuft bei uns davon. Ein Gardevoir. Shit. Das ist gar nicht cool. Autsch. Ja, es konnte nicht weiter. Ja, jetzt könnte es weiter, aber es will nicht mehr. Doch, es will. Okay, wir lassen das Vieh mal flüchten. Shit, da hinten kommt ein Branawarz. Shana, das solltest du nicht tun. Lass mich nach vorne. Okay, das war in Ordnung. Apfel. Essen wir. Nehmen da hier noch diesen Ding mit. Fallenimmunität habe ich bereits. Gebe ich das Shana, bis sie was anderes hat. Und dann nehmen wir das Protein mit. Geben wir auch Shana. Ja. Weil ich greife nicht allzu oft physisch an. Da, wir sind am Ziel. Das ist sie also. Die dunkle Materie. Endlich. Endlich stehen wir ihr gegenüber. Was zum... Was ist das? Was ist das? Wo sind wir? Wie sind wir hierher gekommen? Sie hat uns in ihre eigene Welt hineingezogen. Das kann nur eins bedeuten. Gleich wird sie angreifen. Ihr zwei schon wieder. Diese Stimmen. Die kommen direkt von der dunklen Materie. Aufhören, bitte. Aufhören. Es hat doch keinen Sinn mehr. Der Baum des Lebens ist so gut wie tot. Dieser Planet wird schon bald von der Sonne verschlungen. Das ist das Ende der Welt. Das lassen wir nicht zu. So einfach geben wir nicht auf. Was die dunkle Materie da eben gesagt hat, dass der Baum des Lebens so gut wie tot sei, das bedeutet doch, dass... Shawnee, sieh doch, hinter der dunklen Materie. Das muss doch der Baum des Lebens sein, oder? Bestimmt. Da, im Stamm des Baumes. Das Licht. Ganz so schlecht, wie die dunkle Materie es uns glauben lassen möchte, ist es um den Baum des Lebens noch nicht bestellt. Wir sind noch nicht zu spät. Shawnee, richten wir unsere Angriffe erstmal auf das Ding im Zentrum der Materie. Ich weiß nicht, ob wir sie besiegen können, aber ein Versuch ist es wert. Denk daran, unsere Schals wurden geschaffen, um der dunklen Materie zu trotzen. Deshalb sind wir hier. Wenn wir all unsere Kraft in diesen Angriff legen, Dann tut sie vielleicht was. All unsere Freunde setzen ihr Vertrauen in uns. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Wir müssen alles geben. Wir werden es schaffen. Wir werden die dunkle Materie besiegen. Shawnee, los geht's! Okay, ich bin gespannt, was das Ding so drauf hat. Oh, ich möchte als allererstes Mal meine Plosivsamen einsetzen. Hat das nichts gebracht? Dunkle Materie beginnt Energie zu sammeln. Oh, shit. Okay, ich muss... Shit, ich stand nicht nahe genug dran. Shit. Muss näher hin. Verdammt. Dunkle Materie sammelt weiter Energie. Okay, aber jetzt kommen die Plosivsamen. Ich habe einen verschwendet, das war nicht gut. Bam. 100 Schaden, sehr gut. Und Schaden greift weiterhin an. Super. Entfesselt die gesamte Energie. Was? Ich wurde nicht getroffen? Nein, shit, ich... Oh nein, warum habe ich so angegriffen? Shit. Oh, sie brennt, sie brennt, sie brennt. Super. Und sie sammelt wieder Energie. Okay. Macht uns nichts. Plosivsamen. Bams. Nochmal 100 Schaden. Klasse, und Shana greift weiter an. Hat auch ultra viel Schaden gemacht. Und nochmal Plosivsamen. Bam. Oh Gott. Wie viel hält das Ding aus? Super gemacht, Shana. Dunkle Materie sammelt weiter Energie. Ich glaube kaum, dass ich das Ding schlafen legen kann. Okay, dann greift mir an. Bams. Shana, na, sie hat nicht getroffen, verdammt. Weiter angreifen. Super, Shana. Entfesselt Energie. Ja,
nein, 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 nicht getroffen werden. Oh, ich wurde nicht getroffen. Oh, Gott sei Dank. Warum auch immer. Meine Werte sollen steigen. Bitte. Komm schon. Oh ja, sie brennt, sie brennt, sie brennt, sie brennt. Klasse. Greift voller Missgunst an. Ich werde müde. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe nichts, um mich aufwecken zu lassen, wenn ich jetzt einpenne. Shit. Dunkle Materie greift voller Missgunst an. Wurde in Shit, ich brenne. Shit, das ist gar nicht gut. Aber ich bleibe trotzdem da, wo ich bin. Jawohl, und steige meine Werte. Super. Und Shana greift von hinten an. Solange es nur geht. Nein, Shana hat nicht getroffen. Shit, sie braucht ein Top-Elixier. Oh, jetzt bin ich auch noch paralysiert. Nein, jetzt schlafe ich auch noch. Shit. Was? Bis jetzt. Ich wollte Shana ein Top-Elixier geben. Ja, gut so. Unser Angriff zeigt Wirkung. Jetzt fällt nicht mehr viel. Nur noch ein bisschen, dann bricht sie auseinander. Shoni. Da! Aufhören! Bleibt weg von mir! Nein, ich will nicht zerfallen! Lass mich! Nur noch ein Treffer! Diese Attacke wird es bringen! Was zum? Warum wird es auf einmal so dunkel? Shit, das war's noch nicht! Oh nein! Bedeutet das etwa... Der Baum des Lebens! Sein Licht! Es ist erloschen! Ich kann es fühlen! Ganz deutlich fühlen! Die Lebensenergie des Baumes geht zur Neige! Der Baum des Lebens ist am Ende! Wie bedauerlich für euch! Der Baum des Lebens ist komplett verdorrt! Er ist der Wille des Universums! Akzeptiert das endlich! Shit, heißt das, wir verlieren unsere Power? Das wäre jetzt gar nicht cool! Oh nein, die dunkle Materie! Sie regeneriert sich! Was zum Teufel? Nein, wir verlieren unsere Power. Nein, das darf nicht wahr sein. Und unsere Entwicklung wurde rückgängig gemacht. All unsere Kraft, sie schwindet dahin. Verdammt, Leute. Shit, wir haben ein Problem. Offiziell möchte ich gerne anmerken. Ein großes. Was geschieht? Deoxys! Rayquaza! Wir haben offiziell ein Problem. Shit! All unsere Freunde. Stein. Lebloser Stein. Nicht die beiden auch noch. Nein, nein, all unsere Freunde, alle, alle, alle. Sogar Arceus. Ich sag's gern nochmal. Wir haben ein klitzekleines Problem. Ich bekomme keine Luft. Wir sind wieder wie zuvor. Ich bin so kraftlos. Ihr, die euch mir widersetzt. Alle, die sich euch im Kampf gegen mich angeschlossen haben, sind nun zu Stein geworden. Was? Nun gibt es niemanden mehr, der das Aufsteigen des Baumes stoppen kann. Gebt auf! Es ist das Universum, das mich geschaffen hat. Die Dunkelheit in euren Herzen. Es ist der Wille des Universums, dass dieser Planet mit der Sonne kollidiert. Gemessen am Universum seid ihr so unbedeutend und klein. Ihr seid so schwach.
Was können so schwache Kreaturen nur bewirken? Gebt endlich auf! Wir mögen schwach sein, aber wir kämpfen weiter. Mit dem Mut der Verzweiflung. Iveltal! Oh mein Gott, Iveltal! Oh mein Gott, das ist dann nicht mal gescheite Unterstützung! Iveltal! Oh, du bist unser Retter! Planas! Und die Megalon! Ja. Planas und die Megalon! Johnny, Shana, es tut mir so leid. Ich hoffe, ich kann wenigstens ein bisschen wieder gut machen, was ich getan habe. Ich weiß, das reicht nicht, damit ihr mir vergeben könnt, aber trotzdem. Was tut ihr da? Euch habe ich doch kontrolliert. Ihr wildschwachen Kreaturen. Ganz recht, ihr war nicht stark. Nicht resolut genug. Und so hat sich das gerecht. Aber deshalb sind wir jetzt hier und kämpfen. Wir sind doch noch nicht ganz alleine. Shit, das Ding ist viel zu mächtig. Nein, Iveltal auch noch. Iveltal! Nein, die Megalon auch. Und Planas auch. Johnny, Shana, ich... Planas, Megalon! Jetzt sind wir wirklich alleine. Shana! Johnny, kümmere dich nicht um mich! Schnell, du musst die dunkle Materie ausschalten! Warum versucht ihr es überhaupt noch? Es ist aus! Alles ist aus! Eure entwickelten Formen sind dahin. Eure Kräfte am Ende. Selbst eure Mitstreiter habt ihr verloren. Alles, was euch noch bleibt und euch davor schützt, selbst zu Stein zu werden, sind eure Schals. Aber sonst, was bleibt euch sonst? Sagt es mir. Was bleibt uns sonst? Haben wir noch etwas? Irgendwas? Ich fürchte, nein. Das war's. Wir stehen mit leeren Händen da. Mit absolut leeren Händen. Nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Johnny. Shana. Nicht Johnny. Du darfst nicht aufgeben. Aber Leute, ob ich aufgeben werde, das erfahrt ihr erst im nächsten Part, denn das war's bereits wieder für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.